Caro, bist du auch der Meinung, dass die SWC-Klage, du meinst wahrscheinlich SEC-Klage, ne, am 13. Juni vorbei ist? XRP to the Moon! Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Mehrere Anwälte, die haben schon gesagt, das wäre April zu Ende. Das haben wir euch mitgeteilt. Da haben schon einige gesagt, du sagst immer, dass es irgendwann vorbei ist. Ich habe hier einfach nur wiedergegeben, was Anwälte, die davon was verstehen, gesagt haben. Darum, ich weiß es nicht mehr. Es wird vorbei sein, wenn es vorbei ist, Leute. Machen wir uns da keine Gedanken mehr, machen wir uns da keinen Kopf mehr. Ich merke auch immer wieder, jedes Mal, wenn ich so eine Info bringe, dann haben die meisten von euch auch eine bestimmte Erwartung, oh, kommt das jetzt wirklich? Und dann seid ihr wieder enttäuscht. Tun wir uns das einfach nicht mehr an. Wozu? Wozu? Hören wir auf damit. Die Klage ist vorbei, wenn sie vorbei ist. Lasst euch nicht mental zum Sklaven wie soll man das erklären? Zum Sklaven dieses Ereignisses machen letztendlich. Wie jetzt? Oh, ist es am 13. vorbei? Oder ist es noch später vorbei? Ist es am Ende des Monats? Dauert das noch 2 Monate? Wann ist es vorbei? Wir können so hart spekulieren und uns stressen und uns zum Sklaven dieser Sache machen. Oder wir sagen einfach, hey, es kommt, wenn es kommt. Und wenn es da ist, dann freuen wir uns. Ist eine viel, viel einfachere Sache und mental. Es ist befreiend. Es ist befreiend, wirklich. In vielerlei Hinsicht. Jetzt nicht nur spezifisch zu der Klage, sondern in vielerlei Hinsicht im Leben. Einfach Dinge annehmen. Hey, es kommt, wenn es kommt. Und wenn es kommt, dann bin ich glücklich. Fertig. Das sind die zwei Fakten, die mich interessieren. Das wird euch geistig extrem befreien. Und ja, habe auch oft mit meiner Frau manchmal diese Gespräche, wo sie dann sagt, wieso, weshalb, warum das noch? Ich sage, ist doch egal. Aber diese Person ist mir egal, was diese Person. Ja, willst du das nicht wissen? Ich sage, nein, will ich nicht wissen. Was interessiert mich das? Das ist seine Sache. Wenn irgendjemand mir etwas nicht verraten möchte oder etwas geheim halten möchte, dann ist das seine Sache. Das ist schön. Ich muss akzeptiere ich, respektiere ich und ich will es auch gar nicht wissen. Und das ist, das, er macht mich zum Sklaven in dem Moment dieser Tatsache, wenn ich unbedingt danach strebe, es wissen zu wollen. Und ich denke mir dann, hey, wenn er bereit ist, mir das zu sagen, dann bin ich bereit, es anzunehmen. Dann habe ich ein offenes Ohr für ihn. Solange er nicht bereit dafür ist, ist es seine Sache. Er muss diese Bürde tragen. Lange Rede, kurzer Sinn. I don't know. Wir werden sehen. Es gab so viele Predictions ich lasse mich da nicht mehr vor der Nase rumführen hier. In jeder unserer Videobeschreibungen unten findet ihr einen Link zu Bitvavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.